Also ich bin schon ein bisschen älter und ich kenne den Himmel von früher. Und früher haben die Flugzeuge, die da oben drüber fliegen, einen kleinen Kondensstreifen nach sich gezogen, der sich sofort wieder aufgelöst hat. Heute sieht man Flugzeuge, die irgendwas rausblasen. Schätzelein, was ist das denn für ein Flugzeug? Was kommt da raus? Das habe ich ja noch nie gesehen. Teilweise, wenn du morgens aufstehst, siehst du es. Ein richtiges Schachbrett am Himmel, was sich irgendwann, am Anfang ist der Himmel blau, was sich dann irgendwann auflöst und so eine richtige milchige Schicht über dir ergibt. Ist das normal? Ich sage nein, definitiv nicht. Ich kenn's aus meiner Kindheit und von Teneriffa ebenso. Auf Teneriffa oder generell auf den Kanaren habe ich in der ganzen Zeit, in der ich jetzt da war, und das sind jetzt fast 1,5 Jahre, nicht, ich wollte sagen nicht ein, doch, ich habe 2 Chemtrail-Maschinen am Himmel gesehen. Also zweimal wirklich eine Maschine, die so einen langen Streifen hinter sich hergezogen hat, der sich dann aufgelöst hat und zu einer dicken, fetten Schleimspur wurde. Unter anderem habe ich auf Teneriffa eine Ärztin kennengelernt, die messen kann, was in unseren Zellen drin ist. Und die hat zu mir erschreckende Dinge gesagt. Alle, die sie bisher getestet hat, waren extrem mit Aluminium verseucht. Jetzt frage ich mich, wo kommt das Aluminium her? Wo kommt das her? Ich habe es noch nicht testen lassen bei mir, aber ich gehe eigentlich davon aus, ich bin zwar dabei, gerade alles auszuleiten, auch Giftstoffe und Schwermetalle, aber ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass ich noch erhöhte Werte hier habe, weil ich habe Ewigkeiten lang in Deutschland gelebt und ich bin mir fast sicher, dass es auf unserem Planeten nicht mehr möglich ist, ohne diese Belastung auszukommen. Was ist das, was darunter kommt? Es wird von Aluminium, Barium, Strontium gesprochen. Ja, du hast richtig gehört. Strontium ist radioaktiv. Aluminium, auch hochgefährlich. Soll Alzheimer und Demenz auslösen. Ja, du hörst richtig. Du kannst auch zum Arzt gehen und kannst dich testen lassen. Oder du kannst sogar Wasser, wenn du längere Zeit wartest und es dann wieder regnet, kannst du Wasser auffangen. Schick es ein, es kostet nicht viel und lass es mal auf Aluminium, Barium und Strontium testen. Dann wirst du sehen, was da rauskommt. Bei den anderen Ländern wird es nicht mehr als Verschwörungstheorie dargestellt, sondern als Realität. Chemtrails. Flugzeuge, die über uns Barium, Strontium und Aluminium versprühen, um damit den angeblichen Treibhauseffekt abzuschwächen oder um die Menschheit zu vergiften und uns zu kontrollieren. Bei dem Video, was du gerade gesehen hast und noch siehst, glaubst du immer noch, es ist eine Verschwörungstheorie? Was ist das, was da rauskommt? Schreib's mir unten in die Kommentare, es interessiert mich brennend. Dankeschön. Das Video habe ich gefunden, hör's dir an. Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker und habe Flugzeuge repariert und so weiter. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe auf dem militärischen Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ein Flugzeug mit einer Sprüheinrichtung ausgestattet, was an unserem Himmel giftige Substanzen versprüht. Als ich mit den Beweisen dafür, den Fotos und allem drum und dran, zu meiner grünen Abgeordneten im Bürgerbüro gegangen bin und gesagt habe, hier, so sieht's aus, ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung, ist 3 Tage später mein Boss zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, ich muss dich entlassen, da werden von ganz oben große Räder gedreht, die ich nicht mehr halten kann. Ich kriege keinen Job mehr in der Luftfahrt. Jeder, der gerne wissen möchte, wie das aussieht und wie das gemacht wird, der kann dann zu mir kommen, ich habe hier alles mit. Ich möchte dazu nur sagen, als wir fertig waren mit dem Umbau dieses Fliegers, also wir haben den innen entkernt, haben die ganzen Tanks eingebaut, haben die Leitung gelegt, haben diese Sprüheinrichtung installiert, da wurde uns gesagt, ich war ja Zivilangestellter unter Kontrolle des Militärs, dass das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum
das praktisch als Test macht, ja, der Flieger fliegt vorne weg, dann fliegt er in ihr Partikelmessflugzeug hinterher und misst Partikeldichte, Ausbringungsparameter und so weiter und so weiter. Die wollen ja schließlich wissen, wie sich das verbreitet. Und wir waren fertig und da kam dann das Militär und hat uns angewiesen, Vollschutzanzüge und Atemmaske zu tragen, denn die Tanks müssen jetzt befüllt werden und die Substanzen, die da reinkommen, ja, Aluminium, Sulfide, Bariumoxide, was weiß ich, sind durchsetzt mit Nanopartikel, großen Polymerverbindungen, die sind für euch hochgiftig, also ihr habt jetzt Schutzanzüge zu tragen. Und so viel dazu. Also ich wollte nur sagen, wir fliegen in eine ökologische Katastrophe und jeder, der das nicht begreifen will, den kann ich gerne die Beweise zeigen und ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Ich bin bereit. Look at that. God. God Almighty. There's your water vapor. Look at the water vapor. Oh my God. Oh God, you have to laugh. Oh God, you had to laugh or cry. Oh.